Hey Leute, ich bin's wieder, euer Einstein. Dieses Video ist nicht für absolute Anfänger geeignet. Ihr solltet wenigstens grundlegend mit Roblox Studio umgehen können. Wenn nicht, dann schaut euch die Roblox Studio Lernserie an, zu dem Punkt, an dem ihr lernt, wie man Fenster richtig öffnet und schließt. Unten in der Videobeschreibung sind die Timestamps, falls ihr mein Gelaber vom Anfang skippen wollt. Denn ich habe vor, erstmal wieder ein bisschen zu labern. Vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so habe ich meine Tutorial-Serie gemacht zu einem Shop-GUI in Roblox, wo man dann Gamepässe verkauft. Das war eines meiner ersten Tutorials zu Roblox Studio und ich finde es absolut schlecht. Und das Schlimmste daran ist, dass das Tutorial offenbar sehr gefragt ist und viel zu viele Klicks bekommt dafür, dass es so kacke ist. Und ich kann das nicht mehr sehen. Deswegen mache ich dieses Video heute neu. Und ich habe mir auch vorgenommen, es viel besser zu machen. Das einzige Problem ist, ich hasse GUI in Roblox Studio. Leute, die mich kennen, wissen das. Wenn es eine Sache gibt, die ich in Roblox Studio nicht abkann, ist es GUI. Und die Vorbereitung dieses Videos, die hat mir so wehgetan. Ich habe irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie man ein Shop-GUI erstellen kann, welches universell einsetzbar ist und in einem Tutorial mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt werden kann, ohne dass das Tutorial stundenlang wird. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich stelle euch jetzt erstmal das GUI vor, das ich heute zeigen werde. Und das sind diese 2 Knöpfe hier. An sich geht es nur um diesen Knopf, auf den klicken wir rauf. Und dann haben wir dieses wunderschöne GUI, wo erstmal nur Placeholder drin sind, die wir uns so angucken können. Wir verkaufen Developer-Products, also zum Beispiel könnte das Geld sein oder Tränke, wie man es aus Pet-Simulator kennt. Wir können Merch verkaufen, also alle möglichen Items, die man dann auch in anderen Spielen anziehen kann. Und wir werden auch Game-Pässe verkaufen können. Und das ist zwar ein relativ simples Design, aber es enthält an sich alles, was erstmal wichtig wäre für so ein Shop-System. Und ich möchte, dass ihr ja eure eigenen Shops dann am Ende gestalten könnt. Das einzige Problem ist, GUIs sind so anstrengend. Aber wir fangen dann mal an. Ich habe lange recherchiert und versucht herauszufinden, was jetzt der beste Weg ist, um GUI in Roblox zu erstellen, dass es am Ende auch funktioniert. Und ich habe mich dann am Ende, obwohl ich es erst nicht machen wollte, für Figma entschieden. Was ist Figma, fragt ihr euch? Gute Frage. Wenn wir bei Google nach Figma suchen, dann kommen wir zur Seite www.figma.com. Und das ist eine kostenlose Plattform, bei der man UIs gestalten kann. Das wird eher verwendet, um UIs für Webseiten zu gestalten oder für Apps. Aber man kann es halt auch nutzen für UIs in Roblox. Figma ist kostenlos, man kann Geld dafür bezahlen, aber das, was wir brauchen, ist komplett kostenlos. Man erstellt einfach ein kostenloses Konto, kann sich Figma natürlich auch runterladen und dann bekommt man in Figma ein Projekt. Und in dem Projekt habe ich schon dieses GUI hier erstellt. Wenn ihr nicht wisst, wie man mit Figma umgeht, ist es nicht ganz so schlimm. Das hier ist zwar kein Figma-Tutorial, aber das Design, das ich hier in Figma gemacht habe, das werde ich euch zur Verfügung stellen. Das Design könnt ihr dann beliebig anpassen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Guckt einfach in der Videobeschreibung unten nach. Da könnt ihr die Datei herunterladen. Und um sie zu öffnen, müsst ihr erstmal dieses Projekt schließen, oben links. Und ihr könnt das Ganze einfach benutzen, indem ihr in Figma reingeht, so euren Drafts oder irgendwo. Dann die Datei nehmt und einfach per Drag and Drop reinzieht in Figma. Dann wird sie importiert. Ihr solltet es dann hier als Draft haben und könnt das einfach öffnen. Ein kurzer Überblick über Figma. Ihr habt hier links eure Layers. Die könnt ihr mit dem Pfeil aufklappen. Dann seht ihr, wir haben hier einen Frame namens Shop, ein Frame namens Holder links und ich habe hier ein Background. Ich habe, das ist die wichtige Sache, mich für eine Screen Size von 2560x1440 entschieden. Das ist eine sehr hohe 16:9 Auflösung. Einfach nur damit, wenn wir Bilder in unserem Design verwenden, diese Bilder auch in einer hohen Auflösung exportiert werden und nicht, dass Leute, die auf einem großen Bildschirm Roblox spielen, dann verschwommene Bilder in ihrem GUI haben. An sich zieht man in Figma einfach nur Rechtecke. Hier oben gibt es ein Rechteck-Tool. Die zieht man dann auf und dann kann man hier rechts entscheiden, welche Farben die haben und so und wie die angeordnet sein sollen. Mit Entfernen kann man sie wieder löschen. Und ihr seht hier, ich habe die Sachen hier im Grunde so gestaltet, wie ich es auch im Roblox Studio mit einem GUI machen würde, nur mit dem Unterschied, dass man in Figma die Sachen dann besser anpassen kann. Zum Beispiel kann ich hier Desktop Fullscreen auswählen, dann sieht man hier alle 11 Farben, die ich verwendet habe und dann kann ich sagen, diese Farbe hier gefällt mir nicht und die wähle ich jetzt aus und ich ändere die und dann wird die überall angepasst, wo ich sie verwendet habe. Und das ist cool. Genauso kann ich halt die Designs auch ein bisschen besser anpassen. Und am Ende, wenn ich mit dem Design zufrieden bin und ich bin ehrlich, ich habe hier ein paar Fehler gemacht, die nicht so cool sind. Zum Beispiel wird jeder dieser Frames auch als Frame exportiert, während auch eine Gruppe als Frame exportiert wird. Das heißt, ich hätte diese Sachen nicht gruppieren sollen. Die hätten eigentlich hier sein müssen. So ist das besser. Genauso auch der Close-Button hier. Hätte am besten keine Gruppe sein sollen, sondern der Frame an sich. Deswegen mache ich hieraus mal einen Frame. Dann den Close-Button, gehe auf das Plus bei Fill und gebe ihm die Fill-Farbe, die er haben muss. Übernehme dann auch noch die Stroke-Farbe von dort und auch die abgerundeten Ecken.
Und das sind die Tipps, die ich euch noch geben kann. Abgerundete Ecken macht ihr hier oben. Da könnt ihr dann einstellen, wie abgerundet die Ecken sein sollen. Umrandungen, Outlines macht ihr, indem ihr hier auf Stroke geht, auf das Plus klickt. Und wichtig ist, weil es in Roblox besser importiert wird, wenn ihr dann hier auf diese drei Punkte geht und auswählt, dass ihr diesen Join Mode haben wollt, dann funktionieren die Sachen in der Regel in Roblox besser. Einfach nur eine Faustregel für die Leute, die sich nicht so gut auskennen. Wenn ihr dann aber fertig mit eurem Design seid, halbwegs zufrieden seid, dann könnt ihr das ganze Ding in Roblox exportieren. Und das ist der schöne Part daran, dafür gibt es ein Plugin. Und Plugins sind in Figma auch sehr leicht zugänglich. Man geht hier oben auf dieses Symbol und gibt dann hier bei Plugins in die Suchleiste ein Figma to Roblox. Und dann sollte dieses Figma to Roblox hier kommen. Und das Fenster, das sich dann öffnet, sieht so aus. Ich habe hier einen Cloud-API-Schlüssel angegeben. Den müsst ihr nicht angeben. Das ist dafür da, wenn ihr wollt, dass eure Bilder, die ihr verwendet, und ich habe nur zwei Bilder, die ich verwende, und zwar das X hier oben im X-Ding und diese schräge Linie hier hinten für den Background. Wenn ihr wollt, dass die automatisch zu eurem Account hochgeladen werden, dafür müsst ihr einen API-Schlüssel in Roblox erstellen und so. Aber das gehört nicht zu diesem Tutorial, das müsst ihr nicht machen. Wenn ihr das trotzdem machen möchtet, dann braucht ihr den API-Schlüssel, müsst eure User-ID eingeben und Upload Images anwählen. Wenn ihr das nicht macht, dann muss nur Export Images angewählt sein und dann werden die Bilder für euch auch gespeichert, dass ihr sie selbst hochladen könnt. Ich klicke einfach auf Convert Selection und er sagt No Element Selected. Okay, natürlich muss ich alles auswählen. Ich muss hier erstmal auf Desktop Fullscreen gehen, dadurch ist alles ausgewählt, was da drin ist und dann führe ich Figma to Roblox aus und gehe auf Convert Selection. Und dann steht der Uploading Images bei mir, bei euch wahrscheinlich nicht. Und dann will er von euch, dass er die Datei speichert. Ich speichere mir die Datei einfach ab. Und dann möchte er, dass wir noch den Images.zip-Folder speichern. Da sind dann eure Bilder drin, die ihr selbst auf Roblox hochladen könnt. Speichern wir einfach mal. Das Problem ist mit den Bildern, die Figma exportiert. Ich weiß nicht, ob es an Figma an sich liegt oder nur dieses Plugin, aber der Alpha-Kanal von diesen Bildern ist schon prämultipliziert. Und das sieht in Roblox nicht so cool aus. Aber darauf gehen wir später ein. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach eher an Roblox nerven. Wir wollen dieses GUI jetzt natürlich in Roblox Studio reinbringen. Und dafür gehen wir in Roblox Studio rein. Ich schließe jetzt mal meinen Test und ich packe das GUI, das ich hier gemacht habe, zurück in den Server Script Service, wo auch meine anderen GUIs sind, die ich die letzten Tage gemacht habe und die einfach nicht funktioniert haben, worüber ich am Verzweifeln war. Das kommt jetzt weg. So, wir fügen jetzt zum Starter GUI ein Screen GUI hinzu. Kennt ihr ja Screen GUI? Und wir nehmen uns jetzt die export.rbxmx-Datei, die wir aus Figma mit dem Figma to Roblox Plugin exportiert haben und ziehen sie einfach in Roblox Studio rein. Flup. Sehr wahrscheinlich wird es bei euch nicht im Screen GUI landen, also nehmt ihr diesen Frame und zieht ihn einfach in das Screen GUI rein. Flup. Und dann sieht es bei euch so aus. Und das ist natürlich erstmal falsch. Jetzt müssen wir Sachen anpassen. Es ist einfach Roblox, es geht nicht anders. Zuallererst müssen wir unser Device einstellen auf 2560x1440, so wie auch unsere Frame Size in Figma war. Ich kann dafür hier oben auf mein Device-Ding klicken. Wenn ihr das nicht habt, dann geht ihr stattdessen auf dieses Symbol hier, dann unten auf Customize und gebt hier ein Device, wählt das aus, klickt hier auf Add. Und dann müsst ihr auswählen, dass Device hier angehakt ist. Und dann auf OK und dann habt ihr oben das Device-Ding. Und sieht dann ungefähr bei euch so aus. Ihr müsst dann aber noch mal hier oben raufklicken und dann ganz unten auf Manage Devices gehen und ein neues Device hinzufügen, indem ihr hier unten auf das Plus klickt. Dann habt ihr ein New Device, könnt ihr einen Namen geben. Ich habe ihn Big Screen genannt. Ich habe eingestellt, dass die Breite 2560x1440 ist, genauso wie wir es in Figma auch eingestellt haben. Und dann ist wichtig, dass ihr auf Save Changes geht. Dann könnt ihr hier oben auch wieder raufgehen und den Big Screen in meinem Fall auswählen als Bildschirmgröße. Jetzt ist die Größe richtig, aber die Position ist noch nicht richtig. Bevor wir die Position anpassen können, müssen wir erstmal die Proportionen anpassen, dass die auch gleich gescaled bleiben, weil sonst haben wir wieder Probleme. Also brauchen wir ein Plugin. Ich benutze dafür das Autoscale Plugin. Ich habe Autoscale Plus, das kostet Robux, aber es gibt auch ein kostenloses Autoscale-Plugin. Dafür geht ihr auf die Toolbox. Die Toolbox findet ihr über View, dann auf Toolbox. Dann könnt ihr in der Toolbox hier oben auf Models gehen, wählt aus Plugins und gebt ein Autoscale. Schön zusammengeschrieben und hier seht ihr Autoscale Plus, das habe ich, und es seht Autoscale Lite von SackBytes. Das ist wichtig, nicht, dass ihr irgendwas von jemand anderen verwendet, das potenziell Viren enthält. Ihr holt euch Autoscale Lite von SackBytes. Ich installiere mir das auch einmal, damit wir es einfach mal gleich haben bei uns. So, jetzt können wir hier auf Plugins gehen, sehen hier Autoscale Lite. Wir klicken dieses Desktop-Fullscreen 16:9 Ding hier an, gehen dann oben auf Autoscale Lite, dann auf Unit Conversion und klickt bei Position auf Scale und geht bei Size auf Scale. Und jetzt könnt ihr das GUI anpassen, ohne dass was kaputt geht. Hoffentlich zumindest. Also klicken wir jetzt auf den Frame, gehen hier unten bei Anchor Point auf 0.5,0.5 und drücken Enter. Wupp. Keine Sorge, es ging zwar weiter weg, aber es kommt gleich zurück, weil wir gehen jetzt runter zur Position. Und jetzt ist wichtig, wir schreiben hier rein 0.5,0,0.
5,0. Und wenn ihr das so richtig abgeschrieben habt und Enter drückt, dann blub, ist alles in der Mitte. Perfekt. Die Size ist meistens nicht 100%ig gleich. Warum, weiß ich nicht. Hier können wir dann 1,0,1,0 eingeben, Enter drücken, dann ist die Size auch richtig. Und jetzt müsst ihr euer GUI durchscalen lassen. Ich wollte euch erst zeigen, wie ihr euer GUI so aufsetzt, dass ihr es anpassen könnt, je nachdem, wie viele Game Pass ihr habt und wie viele Merch-Artikel ihr habt. Aber es ist einfach zu kompliziert, wenn wir hier einen Scrolling-Frame haben und in dem Scrolling-Frame dann noch weitere Listen drin haben. Es funktioniert einfach nicht, das richtig zu machen, außer man würde alles hardcoden. Und das ist zu viel Arbeit. Dementsprechend haben wir ein fixes Design, wo wir 4 Game Pässe haben, 4 Merch-Artikel und 3, meinetwegen kann man die noch erweitern, Dev Products. Und wenn ihr mehr Game Pässe habt, dann müsstet ihr das am besten in Figma anpassen und hier mehr hinzufügen oder welche wegnehmen. Genauso auch den Merch hier hinzufügen und hier wegnehmen, weil es ist leichter, das hier zu machen, als es in Roblox Studio zu machen. Leider. Um unser GUI anzupassen, halten wir die Shift-Taste gedrückt, das ist die, um Buchstaben groß zu machen, wenn man sie festhält. Und dann klicken wir auf diesen Pfeil, dadurch öffnet sich alles und klappt sich alles auf bei diesem Screen GUI. Dann klicken wir auf das Screen GUI, scrollen nach ganz unten und klicken auf das unterste Teil vom Screen GUI. Bei mir ist das der Header, halten Shift gedrückt und klicken mit Linksklick hierauf. Dann ist alles ausgewählt. Wir gehen auf Plugins, dann auf Auto Scale Light, dann auf Unit Conversion und dann auf Scale und bei Size auch auf Scale. Dann auf Add Constraint und dann fügt er hier nach und nach UI Aspect Ratio Constraints zu allem hinzu. Und das ist auch wichtig, damit sich das an alle Bildschirmgrößen anpasst und trotzdem die Proportionen gleich bleiben. Und das kann sehr lange dauern. Je größer euer GUI ist, desto länger dauert das. Bei mir wird das jetzt sehr lange durchlaufen, weil das passiert alle 0,5 Sekunden. Das dauert eine Weile. Aber ihr seht, es werden halt hier einfach Aspect Ratio Constraints hinzugefügt. Und wir warten dann einfach. Wir können jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken, uns entspannen und uns darüber aufregen, wie blöd GUIs in Roblox Studio sind. Okay Leute, 300 Jahre später, wir sind damit durch. Das letzte, was wir jetzt noch machen, ist, wir gehen hier auf Scale Text. Und dadurch werden dann nochmal Constraints hinzugefügt, die dafür sorgen, dass die Textgröße sich auch nochmal anpasst an die Bildschirmgröße. Und das dauert dann auch nochmal sehr lang. Okay, 100 Jahre später sollten wir jetzt fertig sein. Und wir können das Ganze testen, indem wir hier oben auf Big Screen gehen und dann einfach mal HD 1080p auswählen. Flup. Und es sieht gleich aus, nur dass sich halt ein paar Sachen anpassen, wie zum Beispiel die Corners, die werden runder und die Outlines werden dicker. Aber es scaled sonst alles richtig mit. Auch auf einem iPhone 6 ist das GUI immer noch gleich groß und gleich positioniert. Perfekt. So, wir gehen aber zurück zum Big Screen, weil es noch ein paar Sachen gibt, die wir anpassen müssen. So, erstmal scrollen wir hier hoch, halten dann Shift gedrückt und klicken nochmal auf das Screen GUI, um alles einzuklappen. Und dann würde ich sagen, können wir UI Aspect Ratio Constraint hier entfernen. Da brauchen wir das nicht. Und hier brauchen wir das auch nicht. Blub. Die Background-Farbe hier können wir an sich auch entfernen. Ich finde, das ist einfach nur ein bisschen übersichtlicher, wenn wir die haben. Aber wenn ich sie unsichtbar machen würde, indem ich die Background-Transparency auf 1 stelle, seht ihr, alles wird weiß. Warum? Weil der Desktop-Fullscreen die Farbe weiß hat. Deswegen klicken wir den auch an und geben den auch eine Background-Transparency von 1. So, jetzt haben wir hier den Holder links. Und der ist zwar ganz schön positioniert, aber er ist nicht garantiert mittig auf dieser Seite. Um ihn wirklich garantiert mittig zu haben, gehen wir hier auf den Anchor Point, wählen dann aus 0,0.5. Und bei der Position wählen wir dann auch aus, hier bei dem zweiten Ding, nicht 0.25, sondern 0.5,0. Dann ist das schon mal mittig. Der Shop hier ist auch nicht garantiert mittig, deswegen machen wir den auch zu 0.5,0.5. Und die Position auf 0.5,0. Hier einmal gucken, 0.5,0. Und dann ist es mittig. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Holder links, der die Buttons in der Seitenleiste behält, weil der hat erstmal irgendwelche Optionen, die nicht richtig sortiert sind. Um das ordentlich zu machen, fügen wir hier über das Plus ein UI List Layout hinzu. Und in dem List Layout wählen wir aus, dass die Fill Direction Vertical ist, Horizontal Alignment ist Center, Sort Order kann Layout Order sein und Vertical Alignment ist dann Center. Blub. Dann sind die auf jeden Fall gecentert hier drauf. Wir wollen natürlich einen kleinen Abstand haben. Das heißt, wir geben hier oben beim Padding 1 sowas wie Punkt 1. Ist vielleicht ein bisschen groß. Machen wir Punkt 0,5 draus. So. Dann haben wir einen Abstand. Wir brauchen nicht so viele Knöpfe. Eigentlich brauchen wir nur einen für den Shop, aber einfach damit wir es haben, nehme ich 2. Das heißt, die anderen entferne ich hier einfach. Das ist sogar anpassbar. Hier können wir welche hinzufügen. Bup, bup, bup. Und welche wegnehmen. Bup, bup, bup. Und die passen sich in der Position an. Es gibt aber noch ein paar Sachen, die wir anpassen müssen. Erstmal hat der Holder eine Background Color. Die wollen wir nicht sehen, also klicken wir auf den Holder links. Gehen unten auf die Background Transparency, stellen die auf 1, dann sieht man das nicht mehr. Dasselbe haben wir hier bei Option 1.
Da haben wir ein Image drin und da ist gar kein Image drin, weil wir das später selber ergänzen. Hier packen wir die Background Transparency auf 1 und können uns ein Image raussuchen. Nehmen wir in der Toolbox hier zum Beispiel auf Images gehen, das hier rausnehmen und stattdessen eingeben Shop Icon. Blub, Shop Icon eingegeben, hier so schreibt man das. Ich habe beim letzten Mal das hier ausgewählt, mache darauf einen Rechtsklick. Dann Copy Asset ID, dann gehe ich hier auf das Image, scroll nach unten in den Properties und merke, warte mal, das ist ja gar kein Image, das ist ein Frame. Und um diesen Frame jetzt zu einem Image zu machen, brauche ich das nächste Plugin und zwar Reclass. Dafür gehen wir nochmal hier auf Images, wählen dann aus Plugins und geben ein Reclass und finden hier Reclass Free Plugin von LTOP. Das ist es, von LTOP ist das. Das könnt ihr euch installieren, das ist ein super nützliches Plugin. Das findet ihr dann hier oben bei den Plugins, indem ihr auf das Reclass-Icon geht und da wählt ihr dann aus Convert. Ich habe mir das sogar in die Schnellleiste hinzugefügt, genauso wie wir das Device in die Schnellleiste hinzugefügt haben. Das heißt, ich gehe hier auf dieses kleine Convert-Symbol und wähle dann aus, dass das ein Image Label ist. Ich konvertiere, blub, dann haben wir ein Image Label daraus gemacht und können jetzt hier in den Properties die kopierte ID eingeben, drücken Enter und wir haben das Image hinzugefügt. Perfekt. Da wir das gleiche nicht noch mit Option 2 machen wollen, lösche ich einfach Option 2 und wenn wir die später wieder brauchen, dann können wir einfach mit Steuerung D das kopieren und können hier dann ein anderes Image hinzufügen. Ich habe bei meinem Beispiel vorhin Settings gemacht, also kann ich auch Settings-Icon eingeben bei Images und ich glaube, ich habe das hier ausgewählt. Mache einen Rechtsklick, Copy Asset ID, gehe dann bei Option 2, die auch jetzt Option 1 heißt, auf das Image, scroll nach unten, Image ID, ein geben, bop, dann haben wir das. So, und die Optionen benenne ich natürlich um, in, je nachdem, was sie sind. Option 1 nenne ich jetzt Shop. Option 2 nenne ich Settings, auch wenn wir keine Settings haben. Einfach nur als Beispiel. Und als letztes müssen wir daraus noch Buttons machen. Das heißt, wir wählen die beiden Dinge aus, gehen wieder auf das Reclass-Ding und wählen dann aus, dass das Image-Buttons werden sollen, gehen auf Convert. Und jetzt sind das Image-Buttons ohne Images. Das heißt, sie sehen genauso aus, aber man kann sie jetzt klicken. Ihr seht, wenn man rüber hovert, haben die diesen Hover-Effekt. Nice. Nun kümmern wir uns um den Shop. Da gibt es einige Sachen anzupassen. Zum Beispiel dieses Hintergrundelement, das hier nicht abgeschnitten ist. Das können wir natürlich abschneiden, indem ich auf Background Element gehe, hier nach unten scrolle und in den Properties bei Behavior Clip Descendants anschalte. Blub, dann sind die Descendants geklippt. Hier drin ist nämlich ein Background Element, ein Bild. Und das Bild wird bei euch wahrscheinlich gar nicht da sein, weil ihr es ja nicht hochgeladen habt automatisch. Stattdessen müsst ihr dann hier auf die Image-ID gehen, die bei euch nicht ausgefüllt ist, geht dann auf Plus, Add Image, dann auf Choose File und könnt dann in euren Images-Folder gehen und das Bild auswählen und hochladen. Ich mache das mal nicht. Übrigens, falls ihr den Images-Folder nicht findet, müsst ihr ihn einmal in eurem Datei-Explorer aufsuchen, dann einen Rechtsklick hierauf machen und alle extrahieren machen. Dann habt ihr das extrahiert. Und dann habt ihr euer Image hier. Bei mir ist das Bild schon eingefügt und ihr seht, hier ist so eine kleine graue Kante, die nervt ein bisschen. Wenn sie euch wirklich sehr nervt, dann müsst ihr das Bild einfach in einer anderen Bildbearbeitungssoftware, ich habe dafür Illustrator genommen, neu machen und dort exportieren und dann nochmal neu auf Roblox hochladen. Ich habe das ja gestern schon gemacht, deswegen füge ich die ID hinzu und dann sieht das ungefähr so aus und wir haben ja diese Kante nicht mehr. Ich kann das Image hier jetzt auch rüberziehen, indem ich von hier aus einfach mal rüberziehe, dabei Shift gedrückt halte und dann ist es wieder ungefähr an der Position, an der es sein soll. Dieses Maskending hier könnt ihr einfach löschen, weil das war die Maske in Figma, aber in Roblox Studio gibt es sowas wie Masken nicht. Das wird dann von unserem Parent Element gemacht, was man eigentlich in Figma auch so hätte machen können. Da hätte ich eigentlich auch hier beim Background Element auswählen können, dass es seine Descendants klippen soll, aber ich glaube, dafür hätte das ein Frame sein müssen. Ich benutze Figma auch nicht so oft. Man muss erstmal gucken, wie das Plugin dann am Ende Sachen in Roblox übernimmt und dann vielleicht ein paar Sachen auch in Figma anpassen, damit man weniger Arbeit in Roblox Studio später hat. Aber Background Element haben wir. Jetzt haben wir hier noch beim Shop Frame im Hintergrund schwarz. Das ist aber nicht der Shop Frame, das ist der Shop Scrolling Frame. Den klicke ich an. Wir sehen hier auch Background Color ist schwarz, dann machen wir die Transparency auf 1. Es ist aber immer noch schwarz. Warum? Weil hier drin weitere Frames sind. Und die sind auch schwarz, also machen wir hier auch die Transparency auf 1. Und dann sehen wir auch bei den Überschriften ist der Hintergrund schwarz. Das heißt, wir gehen bei jedem Ding rein, gehen auf den Header Frame und machen da auch die Background Transparency auf 1. Dann auch beim Merch Header Frame die Background Transparency auf 1. Und auch bei Dev Products Header Frame die Background Transparency auf 1. Wenn ihr euer eigenes Design habt, habt ihr natürlich ein anders aussehendes UI, das ist klar. Aber ich zeige euch einfach die kommenden Probleme, die aufkommen werden. Dann haben wir das hier. Das nächste Ding ist, dass das Ding nicht scrollt. Deswegen klicke ich den Shop Scrolling Frame an, gehe dann wieder auf das Reclass Plugin und wähle aus, dass es ein Scrolling Frame sein soll, gehe auf Convert. Und jetzt kann man hier scrollen. Aber ihr seht, das nächste Problem. Der Abstand ist viel zu groß. Woran liegt das? Es liegt daran, dass der Abstand relativ zur Größe des Parents ausgewählt wird von Game Passes, Merch und Dev Products. Und der Scrolling Frame ja automatisch eine doppelt so große Canvas Size hat. Dementsprechend sind die Abstände jetzt doppelt so groß zwischen diesen drei Frames hier. Das können wir fixen, indem wir die Abstände
festlegen mit einem UI-List-Layout. Wir gehen hier auf das Plus, fügen ein UI-List-Layout hinzu. Blub. Und das war's dann auch schon. Jetzt ist der Abstand gefixt. Wir gehen nochmal auf das UI-List-Layout, wählen dann hier wieder aus, dass Horizontal Alignment Center sein soll, Vertical Alignment Top sein soll, Layout Order kann genauso bleiben. Ich habe hier aber 1, 2, 3 gemacht, mit Absicht, damit Game Pässe immer oben sind. Das heißt, wir können hier statt Layout Order auch Name nehmen und dann ist es alphabetisch sortiert. Und somit haben wir jetzt unseren Scrolling-Frame, aber ihr seht erstens, man kann sehen, was überscrollt wird und wir sehen, wir scrollen nicht nach ganz unten. Dass wir nicht nach ganz unten scrollen können, das fixen wir später mit Code, weil es so einfach leichter ist, als diese automatischen Settings von Roblox zu nehmen. Die sind nämlich sehr verbuggt. Und dass das hier überscrollt, ist gar kein Problem. Wir klicken auf den Scrolling Frame und gehen auf Clip Descendants, blub. Und dann haben wir das Ding hier. Wunderbar. Ihr könnt, wenn ihr wollt, die Scrollbar von dem Scrolling Frame auch noch anpassen. Ich finde aber die Standard-Settings in dem Fall gut genug. Das Letzte, was halt nervt, ist, dass die Schrift eine ganz andere ist. Aber wir wollen ja jetzt nicht überall reingehen, wo Schrift ist und dann hier auf den Header gehen und dann runtergucken, dann steht da Temp Read Failed und dann wählen wir die Font aus. Ihr könnt hier einmal gucken, welche Font euch gefällt. Ich habe in Figma Fredoka One genommen, weil ich weiß, dass die Fredoka One auch in Roblox existiert. Dementsprechend nehme ich die halt auch in Roblox. Und eine Möglichkeit, um alle Texte in eurem Starter GUI zu finden, ist, indem ihr filtert. Ihr könnt hier oben auf Filter Workspace gehen und gebt dann ein Starter GUI und dann seht ihr nur Starter GUI und Sachen, die so heißen. Dann könnt ihr eingeben Punkt Screen GUI, wenn ihr wirklich nur dieses Screen GUI haben wollt, falls ihr mehrere habt. Ihr könnt natürlich das Screen GUI auch umbenennen in das, was ihr haben wollt. Dann könnt ihr nur das GUI haben, das wir brauchen. Ich brauche das aber nicht, deswegen nehme ich das weg und ich sage nicht Punkt Screen GUI, sondern ich sage Punkt Sternchen. Damit sehe ich alle Children vom Starter GUI. Dann mache ich noch ein zweites Sternchen, damit sehe ich alle Descendants vom Starter GUI. Und jetzt schreibe ich hier hinter einfach is, also is, Doppelpunkt, Text, Label. Dann kann ich das auswählen, ist Text Label und dann sehe ich alle Text Labels in diesem GUI und kann sie alle auswählen, indem ich auf dieses Symbol hier klicke. Habe alle Text Labels ausgewählt, kann hier runtergehen und überall bei Temporary Fail dann auswählen Fredoka One. Blub. Und die Texte sind gefixt. So, ich halte wieder Shift gedrückt, klicke hier rauf, um das alles zuzumachen. Und wenn ich mich nicht irre, sind wir hiermit fertig. Wir könnten jetzt, das ist die Sache, die ich ursprünglich probiert habe, hier Grid Layouts hinzufügen, dass man beliebig viele von diesen Elementen hier hinzufügen kann und auch entfernen kann und sich das automatisch anpasst. Aber das beißt sich einfach mit der Liste darüber. Und ich habe es nicht hinbekommen, das mit Code zu fixen, weil Grid Layouts sich nicht nur beißen, sondern sie sind auch noch verbuggt. Als ich dann eingestellt habe, dass der Abstand hier zwischen immer 30 Pixel sein soll und hier zwischen immer 30 Pixel sein soll, hat es funktioniert. Aber als man den Bildschirm dann kleiner gemacht hat und die 30 zu einer 29 wurde, waren es hier zwar 29 Pixel, aber hier waren es auf einmal 41, obwohl 29 drin stand. Es hat mich so zur Weißglut gebracht, ich habe es aufgegeben und wir lassen es sein. Ihr könnt das gerne machen, vielleicht ist euer Job nicht ganz so komplex, dass ihr hier Grid-Layouts und Grid-Layouts und List-Layouts habt in einer Liste, sondern ihr habt es vielleicht ein bisschen simpler und dann könnt ihr das auch machen. Ich lasse es erstmal sein, das ist für dieses Layout einfach zu kompliziert. Übrigens, eine Sache noch hier zu dem Holder links, wenn ihr das Item oben haben wollt, dann könnt ihr die Settings einfach rausnehmen mit Steuerung X, dann auf den Holder links gehen, dann mit Steuerung Shift V das Ding wieder hinzufügen und weil es als letztes hinzugefügt wurde, ist es jetzt unten in der Liste. So, wir haben jetzt erstmal alle Sachen angepasst und es sieht alles jetzt so aus, wie es auch in Figma aussieht. Das ist schon mal gut. Es gibt noch eine Sache, die ich ändern möchte und zwar, wenn wir dann wirklich hier links mehr Buttons haben für verschiedene Fenster, wollen wir natürlich auch verschiedene Fenster öffnen können. Und dafür mache ich von diesem Shop einfach mal eine Kopie mit Steuerung D, wähle alles aus, was da drin ist und lösche alles, was da drin ist. Blub. Ich mache den Shop auch unsichtbar, indem ich hier die Background Transparency auf 1 stelle, dann sieht man den gar nicht mehr. Und ich benenne ihn um in Fenster. Dann füge ich den Shop in die Fenster hinzu. Und ihr seht, er ist kleiner geworden, aber das passen wir jetzt an, indem wir den Shop ändern auf Size 1,0,1,0. Und dann sieht es alles genauso aus. Wir haben jetzt nur ein Wrapper-Fenster außenrum gemacht und können jetzt einen zweiten Shop hinzufügen oder zum Beispiel Settings. Also benennen wir das zweite Ding einfach mal um in Settings. So, den Shop können wir ausblenden, indem wir ihn auswählen. Hier unten auf Visible False gehen, dann ist der Shop weg und wir sehen nur noch die Settings. Dann können wir hier in den Settings zum Beispiel in den Header reingehen und den Text anpassen zu Settings. Aber weil wir keine Settings haben, nehme ich einfach mal alles raus, was wir hier drin haben. Also blub. Settings ist einfach ein leeres Fenster, das wir später bespielen können, wenn wir wollen. Aber jetzt haben wir zwei verschiedene Fenster und das Coole ist, wenn wir das Oberfenster hier in der Größe ändern, dann ändern sich auch alle Fenster darunter auch responsiv in der Größe. Das ist dann später nützlich, wenn wir per Code das Design anpassen wollen. Jetzt
kommt aber der Code, mit dem wir nochmal Sachen anpassen. Weil wenn wir zum Beispiel hier auf ein iPhone 5 Screen gehen, dann seht ihr, sind die Outlines super dick und die Buttons sind schon fast rund, was ja eigentlich gar nicht so sein sollte. Außerdem machen wir einfach mal hier die Settings aus, weil die wollen wir gar nicht sehen. Wir können uns den Shop auch nochmal angucken, wie der aussieht. Der sieht auch ein bisschen komisch aus, findet ihr nicht? Machen wir auch mal aus und ich würde sagen, wir schließen dieses Device-Ding, indem wir hier oben auf Close gehen, bupp, und schreiben jetzt unseren Code. Dafür füge ich ein Local Script hinzu und dieses Script benenne ich um in Zeugs anpassen. Das ist dafür da, um jetzt nochmal alle Kleinigkeiten anzupassen, die man einfach nicht anders anpassen kann. Und das erste, was man im Script machen muss, ist sich natürlich erstmal die Umgebung holen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall den Fullscreen Frame. Hier heißt der bei mir noch Desktop Fullscreen 16:9. Ich würde den einfach umbenennen in Fullscreen, das reicht. Weil das ist ein Frame, der über den Fullscreen rübergeht. So, der ist jetzt umbenannt. Und den holen wir uns jetzt auch. Das heißt, Local Fullscreen Frame ist gleich script.parent doppelpunkt wait for child Fullscreen. Weil das Script liegt ja neben dem Fullscreen, deswegen script.parent und dann wait for child Fullscreen. Dann holen wir uns den Holder links. Das ist der Frame hier drin. Und wir holen uns dann auch diesen Fenster Frame. Und weil es sinnvoll ist, einen GUI auf einem kleineren Bildschirm zu vergrößern, speichern wir uns einfach mal die Base Size, also die Größe von den Dingern ab, um sie später anzupassen, aber auch wieder zurück anpassen zu können, falls sich die Bildschirmgröße ändert. Das heißt, ich schreibe unter Holder links Base Size ist gleich Holder links.size und Fensterframe Base Size ist gleich Fensterframe.size. Und genau das machen wir jetzt. Wir passen erstmal die Größe des GUIs entsprechend der Viewport Size an. Und wie kriegen wir raus, wie groß der Bildschirm der Spieler ist? Dafür brauchen wir die Kamera. Also gehen wir hier oben nochmal hin, fügen hinzu. Local Camera ist gleich Game, Doppelpunkt Get Service Workspace, Punkt Current Camera. Um die Größe anzupassen, checken wir die Bildschirmgröße und passen dann einfach die Größe entsprechend an. Ich zeige euch mal die Zahlen, die ich für mich gewählt habe. Das wären diese hier. Also wir checken, wenn Camera.Viewport Size kleiner ist als 500 Pixel, dann wird der Holder links gescaled auf die Base Size mal 1,8 und hier auch mal 1,8 und die Fensterframe Size auf 2. Es wird doppelt so groß, wenn wir 500 Pixel haben, also wirklich kleine Smartphones, die eigentlich gar kein Roblox mehr können sollten. Wenn es kleiner ist als 800 Pixel, dann machen wir hier 1,6 und 1,8 und bei kleiner als 1200 Pixel, was bei vielen mobilen Geräten schon der Fall ist, machen wir es 1,2,1,2 mal so groß. Und wichtig ist hierbei, dass wir erst die kleinsten Sachen machen und dann die größten Sachen machen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Der checkt ja erstmal, ist es kleiner als 500? Nein. Ist es kleiner als 800? Nein. Ist es kleiner als 1200? Ja, okay, dann so. Und wenn es größer ist als 1200, bleibt es natürlich einfach so, wie es ist. Jetzt loopen wir einmal durch alles durch, was wir in dem GUI so drin haben, um alles anpassen zu können. Das heißt, wir sagen for unterstrich, Komma Ding in script.parent doppelpunkt get descendants do. Wir gehen auf script.parent und wir holen uns alles, was zu diesem Screen GUI dazugehört. Und jetzt checken wir bei all diesen Dingern, was ist es? Zum Beispiel, wenn es eine UI Stroke ist, dann müssen wir die Stroke, das sind halt die Outlines hier außen, anpassen auf die Bildschirmgröße. Und da wir das auch kontinuierlich machen wollen, immer wenn sich die Bildschirmgröße ändert, speichern wir die Strokes auch. Das heißt, wir fügen hier oben noch ein Table hinzu, den nennen wir Strokes, ist gleich ein Table, hier. Und dann speichern wir das Ding hier auch in den Strokes-Table, indem wir sagen Strokes in Klammern Ding ist gleich Ding.Thickness, weil damit speichern wir uns die Base-Thickness, die es eigentlich haben sollte, also die Dicke der Outline. Und dann passen wir die Dicke der Outline natürlich an die aktuelle Bildschirmgröße mit einem normalen Dreisatz. Also Ding.Thickness ist gleich Ding.Thickness geteilt durch 2560, weil das ist die Breite von unserem Base-Layout, das wir in Figma gemacht haben. Nicht vergessen, hier hatten wir ausgewählt 2560 als Width. Davon gehen wir immer aus. Und dann mal Kamera.ViewportSize.x. Ganz normaler Dreisatz und dadurch werden alle Strokes automatisch angepasst. Dasselbe machen wir dann auch noch mit den UI-Corners, das heißt den abgerundeten Ecken. So, das heißt, wir fügen hier oben wieder ein Corners-Table hinzu, sagen dann if Ding ist a UI-Corner, dann Corners, Ding ist gleich Corner-Radius, und Ding.CornerRadius ist gleich udem.new und dann CornersDing.scale, CornersDing.offset geteilt durch 2560 mal Camera.ViewportSize.x. Das letzte Ding, das wir anpassen müssen, ist der Scrolling Frame, weil ich öffne den Shop hier noch einmal. Wir hatten ja das Problem, dass wenn wir nach unten scrollen, dass wir das letzte Dev-Product hier gar nicht sehen. Und dafür müssen wir die Canvas-Size von dem Scrolling-Frame anpassen. Und die müssen wir an sich auch kontinuierlich anpassen, immer wenn sich was in dem Scrolling-Frame ändert.
Das ist auch ziemlich einfach möglich. Hier oben fügen wir wieder ein Table hinzu namens Scrolling Frames, indem wir uns alle Scrolling Frames speichern. Und dann sagen wir, if Ding ist a Scrolling Frame, dann sagen wir, Ding.scrollbarThickness ist gleich Ding.scrollbarThickness geteilt durch 2560 mal Camera.viewportSize.x. Das heißt, die ScrollbarThickness, die passen wir schon mal an. Und dann sagen wir hier, LocalLayout, das muss ein UI-Layout sein, ist gleich Ding, Doppelpunkt FindForSight, which is a UI-Layout. Weil in dem Scrolling Frame haben wir ja, hier können wir einmal öffnen, ShopFrame. Da ist ein Scrolling Frame drin und da drin ist ein UI List Layout. Und diese Liste sagt uns, wie groß alles da drin eigentlich ist. Und das heißt dann, wenn wir eine Liste finden, ein Layout finden, dann sagen wir Ding. Also Scrolling Frame.automatic Canvas Size ist gleich None, haben wir nicht. Und dann speichern wir uns für den Scrolling Frame das Layout ab, um es dann anzupassen. Das heißt, wir sagen dann Scrolling Frame.canvas Size, die Größe des Rahmens, der gescrollt werden kann, ist gleich udim2.fromOffset 0, math. Ziel layout.absolute-content-size.y. Wenn ihr unten drunter nochmal ein bisschen extra Platz haben wollen solltet, dann könnt ihr theoretisch hier nochmal plus 20 Pixel machen, wenn ihr das braucht. Oder halt plus 20 Pixel geteilt durch 2560 mal camera.viewportsize.x. Aber wir brauchen das nicht, da wir ein festes Design bei uns haben und da der Abstand unten auch schon drin ist. Das hier ist der Spaß, der dafür sorgt, dass erstmal alles richtig aussieht. So sieht's falsch aus und wenn wir jetzt einmal auf Play drücken und uns das angucken, dann sollte es danach richtig aussehen. Ihr seht, die Outlines sind dünner, die abgerundeten Kanten sind kleiner und wenn wir runterscrollen, können wir auch das letzte Developer-Produkt sehen. Perfekt, es funktioniert. Das einzige Problem, es funktioniert jetzt immer noch nicht, wenn wir alles kleiner oder größer machen. Eine weitere Sache, die auffällt, ist, dass die Vorschaubilder von diesen Products nicht perfekt rund sind. Das ist auch schade. Das müssen wir leider auch per Hand anpassen, weil das Figma to Roblox Plugin einfach nicht erkennt, okay, die sind perfekt rund, aber sie werden irgendwie nicht perfekt rund gemacht. Deswegen gehen wir hier dann einmal auf die Items. Dann sehen wir hier unseren Template Game Pass. Da drin sehen wir einen Frame namens Links. Das sind die Sachen, die bei mir links sind. Und da drin haben wir ein Game Pass Bild. Und in dem Game Pass Bild haben wir ein UI Corner. Und das hat 41 Pixel Radius. Aber wir wollen gar keine 41 Pixel haben, sondern wir wollen einfach 0,5 permanent haben, damit das auf jeder Größe so funktioniert. Um das dann bei allen Sachen gleichzeitig anzupassen, müssen wir einfach gucken, GamePassBuild.UICorner, also geben wir oben beim Filter ein GamePassBuild.UICorner und dann werden alle GamePassBuild.UIC-Corners ausgewählt. Gehen hier auf Select All Matches. Bei mir sind da jetzt noch Sachen vom ServerScript Service dabei, von dem letzten Ding. Wir gehen hier rauf, pasten 0.5,0 rein, drücken Enter und es ist angepasst. So, das haben wir jetzt mit den Game Passes gemacht. Dasselbe müssen wir dann noch mit dem Merch machen. Das heißt, wir gehen in Merch rein, Items, Merch Item, Links, Merch Bild und UI Corner. Das heißt, wir geben oben ein Merch Bild.UI Corner. Alles auswählen, anpassen und hier oben aufs X klicken. Wir machen Merch zu und gehen dann noch in die Dev Products rein. Dann da auf die Items, Dev Product 1, Links, Dev Prod Bild und UI Corner. Das heißt, wir geben ein Dev Prod Bild.UI Corner. Alles auswählen, bup, fertig. Jetzt ist es rund. Anstrengend, aber wir haben es gemacht. Jetzt passen wir die Sachen natürlich noch an, wenn sich die Bildschirmgröße ändert. Dafür scrollen wir in dem Ding nach ganz unten und geben dann ein Zeugs anpassen, wenn sich die Bildschirmbreite ändert. Camera, Doppelpunkt Get Property Changed Signal, in Klammern, in Anführungsstrichen Viewport Size, Doppelpunkt Connect Function. Das ist eine Funktion, die ausgeführt wird, wenn sich die Viewport Size von der Kamera ändert. Wichtig, hier ein Doppelpunkt, auch hier ein Doppelpunkt, ist klar. Alles genauso abschreiben, dann wird es auch funktionieren. Wenn sich die Viewport Size ändert, machen wir genau das, was wir hier oben machen. Erstmal wieder mit der GUI-Größe. Also das hier einfach nochmal. Das heißt, if Camera.Viewport Size ist kleiner als 500, dann Holder Link Size, bla bla bla, hier. Seht ihr immer, wie es aussieht. 0,1, 0,1, 2, 2, 1, 6, 1, 6, 1, 8, 1, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dasselbe hier für 800 und 1200. Und ich habe ein End vergessen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man hier End dazu schreibt. So. Nachdem wir die GUI-Größe angepasst haben, können wir jetzt durch die Tables, die wir uns hier gespeichert haben, durchloopen. Wir müssen nicht mehr durch alles durchloopen, sondern wir müssen nur noch durch die Sachen durchloopen, die wir uns gespeichert haben. Das machen wir hier danach. Wichtig ist, dass wir tatsächlich das hier zuerst machen und den Rest danach. Weil wenn wir das hier danach anpassen, dann funktionieren manche Sachen vielleicht nicht mehr so hundertprozentig. Das heißt, wir sagen jetzt gespeichertes Zeugs for stroke, base thickness in strokes do. Stroke.thickness ist gleich base thickness geteilt durch 2560 mal camera.viewportsize.x. Dann haben wir noch Corner,
Base Radius in Corners, du, Corner Radius ist gleich udem.new, Base Radius.scale, Base Radius.offset geteilt durch 2560 mal Camera.viewportSize.x und Scrolling Frame und Layout in Scrolling Frames, du, Scrolling Frame.canvasSize ist gleich udem2.offset, math.ziel, bla bla bla. Das hier ist so eine Sache, diese Sache hier schreibt man normalerweise, vor allem dann, wenn man ein GUI hat, bei dem sich die Items regelmäßig ändern, in runService.heartbeat zum Beispiel rein, dass das einfach permanent aktualisiert wird. Wir haben aber einen festen Shop, bei dem sich nichts aktualisiert, deswegen können wir das hier machen. Wenn ihr aber in eurem Shop wirklich ständig Items aktiv hinzufügt und entfernt, dann müsst ihr das hier woanders aktualisieren, zum Beispiel runService.heartbeat connect und da dann diesen Loop durchführen. Hiermit sind wir aber fertig. Wir können das Ganze jetzt noch einmal ausprobieren. Wir testen es aus. Der Shop bleibt auch offen, weil wir haben ja noch nicht die Möglichkeit, das Fenster mit Code zu öffnen und zu schließen. Wir sind hier drin, sehen, Outlines sehen richtig aus, Dinger sehen richtig aus, die Bilder sind auch endlich rund, wir können runterscrollen. Und wenn wir die Bildschirmgröße anpassen und größer werden, passt sich das auch an, wenn wir kleiner werden. Seht ihr, hier ist so eine harte Grenze. Ab dieser Bildschirmgröße, blub, wird es größer, weil es sonst zu schlecht zu lesen ist auf zu kleinen Bildschirmen, wird es einfach größer. Und dann haben wir hier gleich auch noch einmal, blub, wird es nochmal ein bisschen größer. Das sind unsere drei Größen. Wir haben das hier für ganz kleine Bildschirme, diese Größe für mittelgroße Bildschirme und diese Größe für große Bildschirme. Und das könnt ihr euch natürlich anpassen, wie ihr wollt. Falls ihr euch fragt, was das jetzt gemacht hat, wo das herkommt, das kommt von diesem Ding hier, wo wir sagen, yo, bei 500 Pixeln 1,8 und 2 und bei 800 Pixeln 1,6 und 1,8 und so weiter. Und dasselbe haben wir hier oben auch gemacht. So, die GUI-Größe und das Aussehen passt sich jetzt alles entsprechend an. Das funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch ein kurzes Script schreiben, das dafür sorgt, dass wir auch GUIs öffnen und schließen können. Das wollen wir nicht mehr hier mitmachen. Deswegen gehe ich einfach mal wieder auf Folder, auf Shop. Gehe hier bei Visible of False und das machen wir jetzt per Code, indem wir ein neues Script hinzufügen. Ein Local Script natürlich wieder. Und das Local Script nenne ich einfallsreich Fenster öffnen und schließen. Dafür ist es nämlich da. Um Fenster öffnen und schließen zu können, müssen wir natürlich die Fenster erstmal wieder finden. Deswegen schreiben wir wieder. Fullscreen Frame ist gleich bla bla bla. Holder Links und Fenster Frame haben wir. Haben wir bei dem anderen ja auch gebraucht. Da wir verschiedene Fenster haben und immer nur eins gleichzeitig offen sein soll, speichern wir uns natürlich ab, welches Fenster gerade geöffnet ist. Aktuell ist es nil, also offenes Fenster ist gleich nil, keins ist offen. Und wir haben links eine Leiste mit verschiedenen Buttons und durch die loopen wir jetzt erstmal durch. Das heißt, for unterstrich, Komma Button in Holder Links, Doppelpunkt Get Children Do. If Button is a GUI Button, then Setup Button. Gut, dann schreiben wir jetzt die Setup Button Funktion, die den Button halt Setup. In der Setup Button Funktion checken wir erstmal, ob es für den Button denn ein Fenster gibt. Also sagen wir Local Fenster ist gleich Fensterframe, Doppelpunkt Find Verschalt, Button.name. Und da ist es dann wichtig, dass wir hier in Holder Links den Button für den Shop genauso genannt haben, wie der Frame im Fensterframe auch heißt. Also hier haben wir einen Frame namens Fenster und da drin ist unser Shop und dann haben wir nochmal hier unsere Settings. Und genauso haben wir hier im Holder links den Button auch Shop und den anderen Settings genannt. Der Name muss gleich sein, damit er auch gefunden wird. Wenn wir ihn nicht finden sollten, schreiben wir uns einen Warn raus, damit wir im Output dann auch sehen, oh, Augenblick, wir haben irgendwas nicht richtig benannt. Also if not Fenster, then Warn, Fenster fehlt, Button.name und dann returnen wir, weil jetzt können wir nicht weitermachen. Wenn wir das Fenster gefunden haben, dann können wir natürlich einfach sagen Button.activated, Doppelpunkt Connect Function und dann Open-Close Fenster und überliefern wir das Fenster. Das ist eine Funktion, die das Fenster dann öffnet oder schließt, je nachdem. Sowas kennt man ja, hat man sehr häufig. Und die Funktion schreiben wir jetzt. So, hier schreiben wir Open-Close Fenster. Als erstes müssen wir prüfen, ob bereits ein Fenster geöffnet ist. Also, if offenes Fenster, then. Dann prüfen wir natürlich, ob es das gleiche Fenster ist, wie das Fenster, das wir jetzt öffnen wollen. Das heißt, if offenes Fenster ist gleich Fenster, then. Und wenn es das gleiche Fenster ist, dann machen wir das Fenster zu. Das heißt, wir schreiben Fenster.visible ist gleich false und offenes Fenster ist gleich nil. Und dann am Ende schreiben wir noch return, dann sind wir fertig, wir haben das Fenster geschlossen. Wenn es aber nicht das gleiche Fenster ist, dann müssen wir das Fenster, das offen ist, auch erstmal schließen. Und dafür könnten wir offenes Fenster.visible gleich false machen und offenes Fenster bla bla nil. Aber diesen Code, den haben wir ja schon hier geschrieben. Das heißt, wir können den einfach nochmal nutzen, indem wir hier unten reinschreiben. Else, open, close, Fenster, offenes Fenster. Fertig, damit wird das offene Fenster geschlossen. Und wir können jetzt weitermachen damit, indem wir unser Fenster öffnen. Wir öffnen unser Fenster, indem wir sagen, Fenster.visible ist gleich true. Und offenes Fenster ist gleich Fenster. Fertig. Das ist die Funktion, die unser Fenster öffnet und etwaige offene Fenster schließt und sich das Ganze speichert, dass immer nur ein Fenster offen ist. Sehr simpel. So, wir wollen aber nicht nur das Fenster öffnen und schließen, wenn wir links auf GUI klicken. Wir haben ja auch noch einen Close-Button. Wir sehen hier im Shop-Frame haben wir einen Close-Button und da ist noch ein Text-Label drin, welches ein Bild ist.
Stimmt, das Bild, da hättet ihr dann das Image auch noch hochladen müssen. Also ihr geht hier auf Image und ladet das hoch. Stimmt, ist auch noch so eine Sache. Ich öffne jetzt einmal wieder den Shop hier. Und das Problem ist, der Close-Button ist immer noch kein Button, sondern nur ein Frame. Wie lösen wir das? Einfach indem wir auf den Close-Button gehen, hier oben auf Reclass, und dann auswählen, dass das jetzt ein Image-Button ist, Convert und fertig. Das nächste, worauf wir achten müssen, ist, dass das Ding klickbar ist. Das heißt, wir scrollen hier nach oben und wählen bei Active True aus. Jetzt ist der Button auch klickbar. Da fällt mir auch ein, warte im Holder links haben wir Safe auch keine klickbaren Buttons. Ja, Settings und Shops sind nicht klickbar, also machen wir hier Active auch auf True. Dann haben wir in unserem Close-Button ja immer noch dieses Text-Label, heißt es einfach, das X drin. Das machen wir auch auf Active, damit es auch klickbar ist und nicht unseren Button blockiert. Dasselbe machen wir hier auch im Shop-Frame. Im Shop-Button und im Settings-Button, hier wählen wir Image aus und hier wählen wir auch Image aus und machen Active auf True. Buttons müssen immer auf Active sein und die Children von den Button müssen auch Active sein, sonst kann man die nicht richtig klicken. So, wir müssen den Close-Button jetzt aber erstmal finden und dafür schreiben wir hier einfach Close-Button ist gleich Fenster, Doppelpunkt, Feind, Verschalt, Close-Button. Und wenn wir den Close-Button nicht haben, dann schreiben wir If not Close-Button, dann warnen wir, yo, Close-Button im Fenster fehlt, Button.Name. Und wenn wir ihn doch haben, dann connecten wir natürlich den Close-Button auch an Open-Close-Fenster. So, die letzte Kleinigkeit, die ich gerne hinzufüge als Feature, ist, dass wenn man ein Fenster öffnet und hier irgendwo rausklickt, dass sich das Fenster wieder schließt. Das mögen manche, manche mögen es nicht. Ich persönlich mag es, deswegen fügen wir das hinzu. Dafür brauchen wir den User-Input-Service. Der checkt nämlich, ob wir irgendwo random hingeklickt haben. Das heißt, local UIPS ist gleich game.getService. User Input Service haben wir hier ganz oben und dann gehen wir hier unten rein und schreiben den Standardcode, den ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe. Fenster schließen, wenn man rausklickt. Wir speichern uns, ob die Maus im Frame ist. Wenn die Maus über dem Fenster ist, ist die Maus im Frame. Wenn die Maus vom Fenster weggeht, ist die Maus nicht mehr im Frame. Dann connecten wir an User Input Service Input Begin eine Funktion, die checkt, ob unser Input vom Game processed wurde und ob das Fenster sichtbar ist. Wenn das Fenster nicht offen ist, ist es egal. Wenn wir irgendwie mit dem Text-Chat zum Beispiel interagiert haben, dann ignorieren wir es auch. Aber falls nicht, dann gucken wir, jo, wenn es ein Mausklick mit der linken Maustaste war, schließen wir das Fenster. Und wenn jemand die Taste X drückt, schließen wir auch das Fenster. Kleiner Lifehack, X drücken, um Fenster zu schließen, haben wir auch hinzugefügt. Und das war alles. Wenn euer Code jetzt funktioniert, dann können wir hier natürlich wieder den Shop-Frame schließen. Blub. Und das Ganze testen. Gucken, ob wir noch irgendwo irgendwelche Fehler finden. Wir gehen rein ins Spiel. Ah, hier tatsächlich. Activated is not a valid member of Close-Button. Habe ich wohl ein Problemchen. Augenblick, wir gehen nochmal rein in Shop. Dann sehen wir Close-Button. Ist ja ein Image-Button. Und das Problem ist nicht beim Shop gewesen, sondern bei den Settings. Da haben wir das natürlich auch nicht angepasst. Wir müssen hier natürlich auch den Close-Button noch zu einem Image-Button umwandeln. Mein Fehler gewesen. Und der Button ist hier natürlich auch noch nicht active. Und auch hier ist das Text-Label noch nicht active. Haben wir nicht dran gedacht. Wir haben ein zweites Fenster gehabt. Müssen wir auch anpassen, ist klar. Gut, wir gehen nochmal rein in den Test. Gucken jetzt, ist im Output irgendein Fehler drin? Diesmal erscheint kein Fehler. Wir warten noch, ob ein Wait-for-Child-Fehler ist, aber es sieht nicht danach aus. Wir sehen hier, unsere Buttons sind relativ groß. Wenn wir kleiner machen, werden sie kleiner, aber dann auch wieder größer. Ihr seht, das passt sich so ein bisschen an. Wunderschön. Wir klicken hier auf das Shop-Symbol. Der Shop öffnet sich. Wir können runterscrollen bis zu den letzten Dev-Products. Hier haben wir natürlich noch nichts connected. Es sind noch keine Dev-Products drin und so. Es sind noch keine Game-Pässe drin, aber wir können auf das X klicken. Es geht zu. Wir können auf den Shop klicken, es geht auf. Wir können auf den Settings-Dings-Da-Bumster klicken. Dann gehen die Settings auf und der Shop im Hintergrund bleibt trotzdem zu. Das heißt, es ist immer nur ein Fenster offen. Wenn ich hier irgendwo rausklicke, geht es auch zu. Wenn ich die Taste X drücke, geht es auch zu. Es funktioniert also einfach. Es funktioniert. Ich kann mit diesen Buttons hier beliebig die Frames öffnen und schließen. Ich kann mit der X-Taste alle Frames schließen. Ich kann, wenn ich rausklicke, die Frames schließen und ich kann über das X die Frames schließen. Es funktioniert. Das war jetzt unser Basic Setup für das GUI und im nächsten Part zeige ich euch dann, wie wir das GUI auch noch nutzbar machen. Das heißt, wir packen hier dann richtige Game-Pässe rein, über die man Informationen sehen kann und die man dann auch kaufen kann. Wir machen dasselbe auch mit Merch-Artikeln und mit Dev-Products. Das wird also auch nochmal ein Riesenthema für sich. Aber für heute reicht das erstmal. Kanalmitglieder, Tier 2 oder höher, können sich natürlich das fertige GUI herunterladen. Das Figma-Design, das ich gemacht habe, das stelle ich aber für alle zur Verfügung. Einfach in der Videobeschreibung nachgucken, da könnt ihr es euch natürlich herunterladen. Und Kanalmitglieder sehen natürlich meine Tutorials vorab. Das heißt, falls ich das Video jetzt schon fertig rausgebracht habe und ihr nicht abwarten könnt, haben immerhin Kanalmitglieder Tier 2 die Möglichkeit, den nächsten Part schon zu sehen. Ich habe eine Stunde aufgenommen, meine Stimme ist kaputt. Ich hasse GUI, ich kann nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann und ciao!